Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit dem Krankheitsbild zu der systemischen Mykose. Los geht's! Ja, heute geht es leider mal um ein bisschen ernsteres Thema, und zwar um ein Krankheitsbild unter Garnelen. Speziell heute um die systemische Mykose. Ich werde nach und nach Krankheiten zusammentragen, wenn diese bei Tieren bei mir in der Anlage auftreten. Hoffentlich natürlich dazu gesagt nicht. In dem Fall habe ich mir einige neue White Pearls geholt, wovon ein Tier rein optisch unter einer systemischen Mykose leidet. Heute werde ich euch erklären, was es damit auf sich hat, wie man es gegebenenfalls behandeln kann und ja, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Die systemische Mykose wird im Deutschen oder auch als Suchbegriff oft als Garnelenschimmel bezeichnet bzw. gegoogelt. Der lateinische Begriff wäre Clatogonium ogeschimae. Ist fast ein sehr guter Zungenbrecher, muss man schon sagen. Hierbei handelt es sich mittlerweile, dank neuester Erkenntnisse, um eine parasitäre Alge. Früher wurde oft gedacht, dass es sich hier um eine Pilzerkrankung handelt. In dem Fall ist es wirklich eine Art Alge, parasitäre Alge, die aber keine Photosynthese betreiben kann, da ihr dafür das Chlorophyll fehlt. Bei den Tieren zeigt sich es leider erst relativ spät, dass sie unter dieser Krankheit leiden. Diese Sporen können sich im schlimmsten Fall im gesamten Aquarium verteilen und nach die Tiere infizieren. Anfangs werdet ihr von der systemischen Mykose relativ wenig an den Tieren sehen. Gegebenenfalls werden sie im Anfangsstadium schon leicht milchig, trüb im Gewebe, was zeigen kann, dass sich das Tier unwohl fühlt bzw. eine Krankheit hat. Wenn sie dann richtig ausbricht, bemerkt ihr an den Schwimmbeinen, sprich dem hinteren Teil der Garnelen, wo sie normalerweise die Eier dran tragen, so kleine, grüne, man könnte es fast als kleine Glocken oder Härchen bezeichnen. Oft wird es auch verwechselt. Ich kriege auch häufiger Nachrichten mit Bildern, wo es dann heißt, ja, meine Red Fire ist tragend, die hat aber irgendwie komische Eier, die sind so giftgrün. Das ist dann in den meisten Fällen eine systemische Mykose. Also wir reden hier wirklich nicht von runden Kugeln, wie bei Eiern, sondern so, ja, wie so kleine Zapfen, könnte man sagen. Diese breiten sich mit der Zeit über das gesamte Gewebe der Garnele aus und tun letztendlich, wenn das Stadium zu stark ist, dazu führen, dass die Garnele stirbt. Das wäre Worst-Case-Ende. Es kann auch wirklich sein, dass die Tiere noch sehr, sehr lange überleben. Das hängt hauptsächlich von der Beckenhygiene ab, wie es dem Tier grundsätzlich geht, ob es sich gestresst fühlt oder wohlfühlt im Becken. Hängt auch an einigen Wasserparametern, gegebenenfalls auch Sachen wie Huminstoffen zum Beispiel im Wasser. Aber im Normalfall kann man sagen, nach dem Ausbruch circa 3 bis 4 Monate, dann stirbt das Tier meistens an dieser Mykose. Zuerst, bevor wir an die Behandlung der Erkrankung gehen, sollten wir vielleicht mal besprechen, was man präventiv gegen die systemische Mykose tun kann. Grundlegend muss man dazu sagen, diese Sporen halten sich erstmal im Sediment an Objekten im Aquarium auf. Logischerweise, es muss erstmal ein Tier drin sein, das sie in das Becken reinbringt. Aber dann wird sie praktisch über Objekte, zum Beispiel auch das freie Wasser, andere Tiere übertragen. Sprich Beckenhygiene. Erster Tipp, regelmäßig Bodengrund absaugen, durchmulmen. Zweiter Tipp, dafür sorgen, dass ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt im Wasser ist. Sprich, sich nicht zu viele anaerobe Zonen im Becken entwickeln. Thema entweder Luftsprudler wie hier jetzt oder einen Oxidator reinpacken, ähnliches. Das kann man dann später auch ergänzend machen zur Behandlung. Ansonsten wirklich das A und O, Beckenhygiene, gestorbene Tiere, ganz wichtig, direkt rausholen. Ich sag mir auch des Öfteren, es ist Nahrung für die Nächsten. Manchmal wachst du auch morgens auf, guckst in dein Aquarium, stellst fest, sie haben eine schon wieder fast komplett aufgefressen, die Nacht über gestorben ist. Guckt wirklich, dass ihr hinterher seid, tote Tiere aus dem Becken rauszunehmen. Auch hierüber kann das Ganze übertragen werden. Ja, das Thema der Behandlung der systemischen Mykose stellt sich als wirklich schwierig dar. Und man muss auch sagen, es gibt noch keinen goldenen Weg, wenn man so sagen will, der zum Ziel führt. Häufig verenden die Tiere am Ende. Deswegen, ihr könnt die nächsten paar Steps, die ich euch erkläre, versuchen. Gebt euch aber nicht die Schuld, wenn es am Ende nicht funktioniert. Es ist noch kein hundertprozentiger Weg vorhanden oder kein, wenn man sagen will, Fertigmittel, was man einfach ins Becken geben kann und dann innerhalb von einer Woche geht es den Tieren wieder gut. Thema Nummer 1. Alle Tiere, die rein optisch die Mykose aufweisen, in ein Quarantänebecken übernehmen.
dieses Quarantänebecken sollte nichts drin haben. Lasst es vielleicht maximal ein Stein oder eine Wurzel sein, dass die Tiere was haben, wo sie sich vielleicht ein bisschen dran festhalten können oder abweiden können. Auf gar keinen Fall Bodengrund und nicht irgendwelche zusätzlichen unnötigen Spielereien drin. In diesem Quarantänebecken solltet ihr nach Möglichkeit dafür sorgen, dass mehr als genügend Sauerstoff, freier Sauerstoff sich im Wasser befindet. Gegebenenfalls wie das Thema Oxidator mit rein, Sprudlerstein, was auch immer, es muss Sauerstoff ins Wasser. Zusätzlich könnt ihr dem Ganzen noch dazugeben Huminstoffe, entweder fertige Huminstoffe oder selber Huminstoffe aus zum Beispiel Sud von Seemandelbaumblättern, Erlenzapfen, ähnlichen kochen und das dann bis zu einem guten Bräunungsstadium ins Wasser mit dazugeben. Dann bleibt euch letztendlich erstmal nur beobachten. Nach ein paar Wochen im Normalfall häuten sich die Tiere, das ist auch oft die Chance, wo das Ganze abgeworfen werden kann oder sich vermindert. Kann aber auch sein, nach einer Häutung, dass es zwar vielleicht ein bisschen besser ist, man aber immer noch sagt, ja, da hängen aber überall immer noch von den Dingern dran, dann müsst ihr das fortsetzen. Aber wirklich A und O, separiert die Tiere und wenn nach und nach noch welche in dem normalen Becken auftauchen sollten, fangt sie raus, setzt sie auch ins Quarantänebecken. Das bisherige Becken, wo sie drin waren, tauscht im Idealfall den kompletten Bodengrund aus. Macht das aber auch wirklich erst, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr alle Tiere rausgefangen habt. Im Bodengrund können sich die meisten von diesen Sporen halten und wenn dann die Tiere hierauf nach Nahrung suchen, können sie gegebenenfalls wieder aufnehmen. Andere Tiere können sich dann wieder neu infizieren mit dem Ganzen. Sprich, Tiere raus, Bodengrund tauschen, gegebenenfalls auch mal ein stärkerer Wasserwechsel, ist nie ein Fehler. Huminstoffe mit hinzu und dann bleibt eigentlich nur warten und hoffen. Man muss wirklich ehrlich dazu sagen, in den meisten Fällen läuft es darauf hinaus, dass das Tier verendet. Aber ich bin immer der Meinung, man sollte möglichst das versuchen, was in seinen eigenen Möglichkeiten, wenn man so sagen will, liegt. Wenn es dann nicht funktioniert, steckt man leider nicht 100% drin. Es ist eine Erkrankung, die gerne auch häufig bei Importtieren auftaucht. Deswegen kann ich euch auch nur ans Herz legen, auch wie das Thema Quarantänebecken. Wenn ihr euch neue Garnelen zulegt und sie gegebenenfalls zu einem bestehenden Stamm hinzusetzen wollt, auch was wir schon im Video zu dem Thema hatten, die bakterielle Unverträglichkeit, packt sie erstmal in ein Quarantänebecken, beobachtet sie 3, 4, 5 Wochen, von mir aus auch kein Zeitlimit, lasst es mal 2, 3 Monate sein. Und wenn ihr dann euch sicher seid, okay, die Tiere sind fit, stabil, machen keine Probleme, dann überführt sie in euer aktuelles Becken. Dann solltet ihr da auch keine Probleme haben. In meinem Fallbeispiel werde ich das Tier jetzt versuchen, in der Box innerhalb des Beckens, da ich den Stamm komplett neu geholt habe und davon ausgehe, dass wahrscheinlich alle die Mykose haben, versuche ich es innerhalb dessen neu zu behandeln. Bodengrund wird demnächst noch getauscht. Ich gehe aber auch davon aus, dass das bisher eine Tier, das ich jetzt sehe, das es definitiv hat und vielleicht noch 2, 3 weitere, es vermutlich nicht schaffen werden, aber ich versuche auch mein Bestes. Ja. Das soll es heute zum Krankheitsbild der systemischen Mykose sein. Ist leider eine Erkrankung, die nicht gut behandelbar ist, zumindest bis zum Stand heute, 2023. Kann sein, dass es vielleicht in 2, 3 Jahren hoffentlich ein Allwunderheilmittel gibt. Es gibt auch Versuche aus anderen Ländern oder auch aus Deutschland selbst. Zum Beispiel, es gibt einen Bericht, ich glaube, der war aus Amerika, über Malachitgrün, darf ja hier nicht verwendet werden in Deutschland oder in der EU. Dann, es gibt auch Futter, die den Panzer stärken können, zum Beispiel von Tima meines Wissens. Sowas kann natürlich auch helfen. Hier auch mal gerne Google benutzen. Beleben alle von unserer Wissenssammlung. Wenn einer drunter schreibt, yo, ich hatte das schon ein paar Mal und es hat definitiv dann damit, hat es funktioniert, ist besser geworden, gerne hier unten drunter schreiben. Ansonsten auch mal Google benutzen und gucken. Aber die Nonplusultra-Lösung gibt es leider bis heute noch nicht. Ja. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr schon mal bei euren Tieren eine systemische Mykose gehabt habt und diese gegebenenfalls auch erfolgreich behandelt habt oder es im schlimmsten Fall nichts geworden ist. Ansonsten schreibt mir auch gerne rein, falls euch das Video gefallen hat oder euch in irgendeiner Form geholfen hat. Wenn ja, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht. Aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Shrimp Paddle. Schönen Sonntag noch. Ciao. Bis dann.